Gar nicht. Au, Oh du doch, Belag, oh sag doch doch. sowas nicht. Ich Ich bin so ich. oft in deinen Lives, du hast Danny, mich immer als Satanist beschimpft, obwohl ich Danny, ja nicht mal einer ja. bin. Danny, darf ich dazu jetzt was sagen? Darf ich mal was sagen, bitte? Ja, Darf ich kann was man. sagen? Ja. Pass mal auf, wir hatten heute jemanden drin, der uns alles bestätigt hat, was wir sagen. Also braucht jetzt nicht sagen, so, ja, ihr bildet euch das alles ein und es ist alles Fantasie und es ist alles Kinderding. Gar nicht. Wir hatten einen drin, der hat es alles bestätigt. Und ihr sollt Aber ich langsam alle bestätige euch aufmachen. doch auch, dass Gott wesentlich nicht mächtiger ist als ein Schatten. Der Schatten ist immer da, Gott nicht. Gott, genau. Oder warum Gott habe ist ich dann so allmächtig, spät Gott hat eine alles Antwort erschaffen. im Gott ist Ring? allgegenwärtig, Mann. Du verstehst es, du weißt nicht, über wen du so lästerst. Du weißt nicht, über wen du so sprichst. Du musst dir Klar, ich lästere vorstellen, über viele. jetzt hör mal zu, jetzt stell dir mal vor, wir haben recht. Boah, ey, ihr ist wie Weiber. Nee, nicht wie weiter. Stellt euch mal vor, wir haben recht. Stellt euch das mal vor, was passiert mit euch? Ah, Was dann passiert lande mit ich halt euch? im ewigen Feuer und in den ewigen Qualen, laut eurer Theorien. Da habe ich's warm und kann Cocktails Das ist trinken. nicht Ich würde gerne so, wissen, dass ich woher derweil ihr den die Unschuldigen Kenntnis gefangen. habt. Ihr verwechselt Habt das, ihr ihr denn das verwechselt her? das mit einer 90-Grad-Sauna in im Wellnesspark. Das ist es nicht. Nee, eine Ihr versteht Sauna nicht, habe was ich das bedeutet. zwei Straßen weiter. Ja, aber ihr versteht nicht, was das bedeutet. Ihr versteht es nicht. Wenn ihr schon hier reinkommt und ihr hättet das heute hören können, was der gesagt hat, der wo da war, dass es Rituale gibt, wo Menschen geopfert werden und sowas, dann müsstet ihr doch aufhören, ihr könnt es doch nicht gutheißen, sowas. Ja, wo hat Nicht also dich so ganz atmen. effektiv Redest du, Fuß du atmest so, als oder ob ich dir eine Lüge erzählen würde, als ob ich dir irgendwas was? erzählen würde, was nicht wahr Er hat ist. doch Seifu, sei mal bitte ganz ehrlich jetzt, ne? Ohne jetzt hier, wir wollen hier niemanden beleidigen, erniedrigen. Diese ganzen Hobby-Satanisten und Kinderhexen, sei mal Bruder, bitte ehrlich, lachen die Bruder, Satanisten, Bruder, die lachen lachen sie die aus. Das, Satanisten die was die nicht machen, aus? Bruder, das, was die machen, das ist Das ist Kinderlitzchen. Weil Kacke. die kennen sie, wenn Das die ist wie irgendwas machen, China-Böller. Das ist so, ob da du mit kommt, China-Böller mich bekriegen willst. Mit ja, China-Böller. die kommen mit Atombomben, das sind richtige Dämonen am Werk. Ihr wisst gar nicht, was ihr da macht. Ihr wisst gar nicht, was heißt, Dämonen zu begegnen. Ihr wisst es gar nicht. Ihr spricht ja alle, wie wenn das so Gummibärenbande wäre, die euch so Gummibärchen gibt oder sowas. Aber Das sind ihr wisst, Dämonen, was ihr begegnet. Das ist natürlich. so ein Schwachsinn, was du Ja, von siehst du, für dir dich ist es gibst, Schwachsinn. Sifu, Das was? wirklich. Ja, warum ist es Schwachsinn? Es ist Warum denkst du, Schwachsinn, ja, aber weil warum die denkst du, einen, dass die es Schwachsinn? Menschenopfer gemacht haben, die Christen waren, die Jesus ans Kreuz geschickt haben. Nochmal bitte, ich habe dich Richtig. nicht verstanden. Sag das nochmal bitte. Naja, so wie du schreist, kein Wunder. Ja, nee, reden wir mal weiter. Wer hat den hier an den Kreuz gebracht? Ich habe das nicht richtig verstanden. Sag's nochmal bitte. Genau, was du gesagt hast. Die einzigen, die Menschenopfer gemacht haben, sind die Christen gewesen. Wir Die Christen. Satanisten machen das nicht. Das Siehst sind du, du kennst irgendwelche dich Schnapp. null Ich aus. würde gerne Weißt du, mal wissen, du woher, sprichst, wer pass auf, du diese genauso wie du, Geschichte pass auf, hast. Du könntest es nicht mal woher hast hin, du deinen jemanden Wissen? ausreden Du lassen. redest über ein Buch, Punkt. das von Anfang an geschrieben wurde, und du redest über irgendetwas, was du irgendwo im Oh, Internet aufgegriffen hast. ich wünsche und Pass auf. Spaß. Das ist mir Pass zu auf, nicht die Kindergarten Christen, mit Sie, weil mit nicht denen die kann man Christen nicht haben den Herrn, sprechen. nicht die Christen haben den Herrn geopfert. Die Juden waren es. Ihr kennt euch mit der Geschichte ja null aus. Und wer hat Die deiner Juden Meinung waren nach es. das meiste Blut an den Händen? Die Menschheit, wir alle. Nein, die Was? Kirche. Nein, wir Und die Menschen, weil Kirche wir gehört Menschen zu Sünder Gott. sind. Ihr Also, versteht das Gott nicht. hat Ihr versteht nicht. definitiv das meiste Blut Die im Kirche hat Gegensatz zu nichts mit jedem uns zu tun. Satanisten an den Aber da Händen. Die sind wir Kirche doch hat dran nichts mit uns schuld. Du zu verstehst tun. es nicht. Wir sind doch dran schuld. Richtig. Der hat uns gemacht, da gab es keinen Tod für uns. Er hat nur gesagt, esset von diesem Wissensbaum nicht, esset davon nicht. Esset nicht diese Früchte. Und was haben wir gemacht? Wir haben die Früchte gegessen. Wir sind Trotzdem schuld. ist ja Wir. Und als laut wir. der Bibel, den Kreuzzügen und so, alles im Namen Pass auf, Gottes die Kreuz. geschehen. Ja, aber im Namen Gottes. Ist es das, was der Herr Jesus Christus möchte? Ist es das? Anscheinend ja schon, sonst würden ja die Ja, wer ganzen sagt es? Chaoten Ja, wer und sagt? Steht Gläubiger es nicht geschrieben? sagen, dass es im Namen Jesu oder im Namen Steht es in der Gottes ist. Bibel? Steht es in der Bibel geschrieben? Nimmt und führt Krieg in meinem Namen. Wo steht es? Wo? Das steht so nicht drin, aber dann Ja, würde nein, das endlich sind die mal die Menschen, die Wahrheit das in machen. der Das ist Bibel das, was ihr stehen. verstehen solltet. Wir Menschen sind verdorben. Wir Menschen sind die Sünder. Wir machen das. Wir machen die Kriege. Wir haben das zu verantworten, dass es das Hunger gibt auf der Welt. Wir Menschen. Wir haben das zu verantworten, dass es Sklaven gibt. Wir haben das zu verantworten, weil wir uns von dem Bösen, das, was ihr anbetet, verleitet lassen. Wir sind es.
Sifu, vielleicht kannst du mir da auch jetzt antworten, wenn wir eh schon so schön diskutieren. Ich habe mir Ja. gerade einen Kaffee gemacht. Ich habe Danny drauf angesprochen, weil die ersten zwei Seiten von der Bibel, die ich gelesen habe, im Ja. Schlachter-Dings, in Ja. den ganz allerersten Abschnitt, heißt es nicht, dass Jesus Gott ist, sondern Gottes Sohn. Das Danny ist hat ein Titel. darauf nicht geantwortet und Pass mir nur auf, den Link. Gottes Sohn ist ein Titel. Gottes Sohn ist ein Titel. Das ist nicht, dass er Gottes Sohn ist. Das ist ein Titel. Das steht in der Bibel auch geschrieben, dass es ein Titel ist. Der wird so betitelt. Aber Aber der Herr sorry, Jesus ist aber das wenn ich Wort. jetzt Pass frage, auf. welcher Pass auf. Dödel nennt bitte Gottes Sohn in der Bibel? Wer kam auf die Idee? Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Pass Heiliger auf. Geist. Und der Es Sohn ist ist der echt. Sohn, der Heilige Geist ist der Heilige Geist und der Vater ist der Vater, aber die Drei ist Gott. Die drei zusammen, alle drei Personen zusammen geben einen Gott. Also wollt ihr mir gerade Der weismachen, eine dass ist das, alle pass drei auf. ein Gott ist Pass und auf. wenn ich jetzt alle drei nehme? Jetzt pass auf, ich versuche es mal so zu formulieren, dass du es verstehst, okay? Pass auf. Der Gott hat seine Stimme genommen und eine Person gemacht. Hat seinen Geist genommen und hat eine Person gemacht. Und er selber. Und die Also Stimme, das. pass auf, mit der Stimme kann er reden, kann er Sachen erschaffen, weil das Metatron, wie man das nennt, das ist die stärkste an Gott ist die Stimme, weil mit der Stimme erschafft er auch. Okay? So, und mit dem Geist wirkt er. Geist ist eine Kraft, die auf der Erde gebraucht hat zum Wirken. Also war der Herr da als Stimme, der zu den Völkern gesprochen hat, und der Heilige Geist, der gewirkt hat. Und der Herr im Himmel. Und er konnte sie nicht als Gott. Wenn du Gott kannst du nicht einfach so als Mensch einfach so begegnen. Du bist tot. Wir wissen nicht, wie er aussieht. Wir wissen nicht, was er macht. Wir wissen nicht, wie der ist. Vielleicht tut er nur Augen zwinkern und du verdampfst. Das wissen wir ja gar nicht. Deswegen hat er seine Stimme geschickt. Die kam zum Mensch. Gott wurde Mensch. Nicht Mensch wurde Gott. Das ist unmöglich. Aber Gott wurde Mensch. Die Stimme von Gott kam runter als Mensch. Und hat das Evangelium verkündet. Ganz einfach. Aber nur weil er nicht dran glaubt, weil er nicht dran glauben wollt, weil er nicht an ein Buch glaubt, der schon Sachen prophezeit. Im Alten Testament wird schon über den Herrn Christus gesprochen. Im Alten Testament wird darüber gesprochen. Und ihr ignoriert das. Ihr glaubt irgendwelche Bücher, die in den 90er Jahren von irgendwelchen Vögeln geschrieben wurden. An die glaubt ihr. Ihr glaubt die ganze Scheißtheorie, weil das charmant ist. Es ist einfach charmant. Ich darf alles tun. Ich darf mich entfalten, wie ich möchte. Ich kann mir meinen eigenen Gott bilden. Ich mache meine eigenen Gesetze am besten. Ich mache mir mein eigenes Gesetz. Versteht ihr? Das ist charmant. Natürlich ist es toll. Aber Um ist es real? noch mal zurückzukommen, du bist mir zu schnell eh gerade. Um noch mal zurückzukommen, du willst eigentlich gerade Gott so vergleichen, dass er, ich weiß nicht, ob dir der Name Harry Potter was sagt, dass Gott seine Seele spaltet und dann in Horcruxe leider nur in drei und Nein. nicht in sieben teilt. Nein. Nein, das habe ich doch gar nicht gesagt, Mann. Du interpretierst da jetzt irgendwas rein. Dieses Wort Nein, und ich der bin ein Geist, Harry die waren von Potter-Fan, tut mir leid. Anfang an dabei. Das ist von Anfang an, die waren schon immer da in der Ewigkeit. Von Anfang an war das Wort und der Geist beim Herrn, mein Gott. Von Anfang an. Seit dem Anfang waren sie da. Da gibt es keinen Anfang. Seit Gott waren die da. Mit ihm. Okay, dann gehen wir jetzt davon aus, dass ihr recht habt und Gott hat seine Stimme in Jesus geschickt. Ja. So. Aber Jesus muss ja erstmal geboren worden sein. Und Wurde auch. es heißt ja, dass die Mutter von Jesus die Jungfrau Maria ist. So, Ja. wie soll jetzt Maria schwanger geworden sein, wenn sie doch Jungfrau ist? Ja, das ist ja das. Pass Gott auf, ist jetzt kommt allmächtig. wieder. Pass auf. Du glaubst an sowas wie Harry Potter. Du glaubst an Hexen, glaubt ihr? Ihr glaubt an solche Verschwörungen. Aber er glaubt nicht, dass Gott einfach einer Frau sagen kann mit der Stimme: Du bist jetzt schwanger. Das Das glaubst du glaube ich. nicht. Du kannst Das von, ist Gott. nein, Wir reden über Gott. Wir reden. das Wir sind reden. Ich, ich, Fakten, ich, dass du nicht schwanger ich wirst. formuliere es mal in Harry Potter, wenn du das möchtest. Du redest hier über den mächtigsten Zauber aller Zeiten. Da gibt es niemand, kein heftigeren als ihn. Und dem willst du sagen: Nee, du kannst keine Flamme machen, du kannst das nicht. Du kannst doch nicht Gott limitieren. Weil du Gott nicht als Allmächtigste, du siehst Gott nicht als Gott. Du siehst Gott als irgendein Wesen. Du nimmst nicht Richtig. Gott als was das Wort ist. Verstehst du, was Richtig. das Wort Aber das impliziert? ist ja auch, das ist ja wiederum meine Sichtweise und nicht deine. Deine ist ja vollkommen Natürlich. okay für mich. Also wenn du Natürlich. für dich, für wenn, Entschuldigung, Spasti lässt grüßen, wenn für dich Gott, ja, passt schon, erkläre ich dann.
Wenn für dich Gott dein Herr ist, dann kann das ja auch so sein. Ich will ja weder jemanden schlecht reden noch sonst was. Aber was ich an die ganze Scheiße, sorry für den Ausdruck, ich weiß, sagt man nicht, weil wir bleiben höflich zueinander, nicht kapiere. Es kann von Worten niemand schwanger was? Werden. Sonst müsste ja schon jeder. Nein, aber du gehst ja davon aus, du. Aber Hexenkönig, aber warte, du gehst Sifu, ja davon warte, aus, Sifu. Bitte, warte, warte, warte. Warte. Du gehst ja davon aus, dass Gott. Dass der Gott als Mensch zu dir sagt, werde schwanger, du wirst schwanger. Als Nein. Mensch hat er diese Fähigkeiten nicht. Aber Gott ist allmächtig. Wenn Gott sagt, dir soll eine zweite Nase am Hinterkopf wachsen, dann wächst dir eine zweite Nase am Hinterkopf. Wenn Gott sagt, ich will, dass du geheilt bist, dann bist du geheilt. Da gibt's nichts. Verstehst du? Das ist so eine Macht, ist das. Ich möchte kurz Hexenkönigin was fragen. Du hast gesagt, so du kannst das ja nicht so glauben und so annehmen, weil das für dich unlogisch und unrealistisch vorkommt, dann muss ich dich fragen, ja, wie kam denn ein Urknall? Vor dem Nichts, was war davor? Was war vor dem Urknall? Also, der Urknall ist nur mit. Nicht wieder entstanden ist, was war davor? Davor war das Leere, das Nichts. Das die Leere, okay, also 0 plus 0 ergibt 1. Lass mich meinen Satz bitte zu Ende reden, sei wenigstens so freundlich. Wir sind nicht die einzige Galaxie. Das All ist groß. Wir haben nicht mal 50% des Alls durchsucht. Wer sagt mir nicht, dass wir eigentlich Experimente von, ihr mögt's Aliens nennen, ich nenne es schlaueren Wesen, die ausgesetzt wurden. Du antwortest nicht meine Frage. Und wie kannst du 50% sagen, wenn du nicht mehr die 100% kennst? Du kannst doch einfach keine prozentuale Sache nennen. Aber warte, guck mal, was war jetzt vor dem Nichts? Die Leere, okay. Die Leere, du weißt es nicht. Es ist ein Nichts, also. Wie kann 0 plus 0 gleich 1 entstehen? Also gibt es für dich Zauberei? Nein, gibt's nicht. 0 plus 0 ergibt nicht 1. Ja doch, für dich ja schon. 0 plus 0, also nichts plus nichts kommt nur Knall. Sagen wir mal, da war sogar was. Sagen wir sogar mal, sehen wir mal so suffisant und sagen dann, da war sogar was. Was war davor? Was war aber davor? Ja, es kann doch nicht sein, dass auf einmal aus dem Nichts was entsteht. Es kann doch nicht sein, dass es eine Materie gibt, die ganze Zeit ständig existiert. Das grenzt doch an Zauberei. Gibt es nicht immer, warte Sifu, gibt es nicht immer einen Anfang und ein Ende? Also das hat doch keinen Sinn. Dann laut eurer Logik, mit Charles Darwin, Theorie, ich betone Theorie, gibt es also, dann 0 plus 0 gleich 1. Weil es kann doch nicht sein, dass doch immer was Ewigliches existiert. Oder ist das ewiglich immer Gott? Für dich mag es Gott sein. Okay. Für mich warte. Für mich mag es Gott sein. Okay. Aber dann ist das doch Zauberei, wenn es doch kein Gott ist. Ich dachte, du glaubst nicht an Zauberei. Ich dachte, das geht ja gar nicht. Na, dass jemand schwanger werden kann, obwohl man Jungfrau ist. Ich dachte, du glaubst nicht an Zauberei. Aber daran glaubst du schon. Naja, bei mir ist das. Sehe ich das richtig? Nein. Antworte bitte richtig. Sehe ich das richtig? Du glaubst irgendwie an Zauberei, dass immer was existiert hat, dass immer alles entstehen lässt, aber du glaubst nicht dran, dass eine Jungfrau schwanger werden kann. Sehe ich das richtig? Weil es heißt ja nicht umsonst Jungfrau, oder? Okay. Aber es heißt ja nicht umsonst Ewigkeit, ne? Also da muss doch jemand was da gewesen sein. Es kann doch nicht aus der Nichts was entstehen. Geht doch gar nicht. Richtig. Wenn doch immer ewiglich was da ist, dann ist das doch Zauberei. Glaubst du an Zauberei? Es mag sein, dass Zauberei. Gibt es Zauberei? Antworte mir. Das ist doch jetzt gerade Fakt. Es war ewig da? Also, wie kann das ewig da? Das ist doch alle Vorstellungen gegen die Physik. Was hat jetzt aber Zauberei mit dem Ganzen zu tun? Wir sind ja eigentlich. Wie kann was ewiglich da sein? Wie kann was ewiglich da sein? Wie ist das entstanden? Das geht doch gar nicht. Wie kann ewiglich was da sein? Eine Materie, die Urmaterie. Wie kann das immer da sein? Wie ist das möglich? Andere Galaxien. Ja, andere Galaxien. Okay, was war davor? Na, warte, Sifu, was war davor? Andere Galaxien. Was war davor? Wir gehen jetzt so weit zurück, bis man geht's nicht mehr. Auch andere Galaxien. Auch andere Galaxien. Okay, immer weiter. Es kann doch nicht ewig immer da weitergehen. Was war davor, ist die Frage. Du kommst an das Unerklärliche. Etwas, was du dir nicht erklären kannst. Und etwas, was du dir nicht erklären kannst, nennt man Gott. Und dieser Gott, was man nicht erklären kann, sagt in der Bibel, dass er dieser Gott ist und du musst nur an ihn glauben. Also und du änderst dein Ende dann. Etwas, was du nicht. Etwas, was du was?
Darf ich jetzt oder wollt ihr noch mal Natürlich, gleich? etwas, was du machst, etwas, das du machst. Etwas, was ich, wie hast du so schon gesagt, was unendlich ist, ist Gott oder Nein, so. was nicht erklärlich ist, etwas, was Dankeschön, das habe unerklärbar ich ist. gesucht. Etwas, was für mich nicht erklärlich ist, ist eher dann damit für mich offen, dass ich mich erkundige und rausfinde. Nein, nein, erklär mir mal das Unerklärbare, erklär mir mal, wie das möglich ist, erklär mir mal, wie das möglich ist. Wir meinen, wir wurden geschaffen von irgendwelchen anderen Wesen, okay? Wer hat diese Wesen geschaffen? Ein anderes Wesen. Und wer hat die Wesen geschaffen? Wie ein anderes Wesen. Aber wer hat dieses Wesen geschaffen? Irgendwann mal gibt es einen Anfang. Irgendwann gibt es etwas, was man nicht erklären kann. Der Urknall ist auch nur eine Theorie. Der Urknall, kein Mensch war dabei. Kein Mensch, die sagen zwar, oh, der Weltall expandiert. Für mich gibt es kein Weltall, ganz ehrlich. Für mich gibt es kein Weltall. Die NASA verarscht uns alle. Die nehmen das Geld und sich in die Tasche. Die Elite verarscht uns. Wir haben ein Firmament, da geht nichts durch, gar nichts. Gar nichts. Von Gott geschaffen, da geht gar nichts durch. Über uns ist Wasser, unter uns ist Wasser. Auch wenn er mich als verrückt erklärt, ist mir egal. Aber über uns, überall um uns, um die ganze Welt ist Wasser. Also erstmal Der erkläre Herr, ich dich dafür pass auf, nicht der Herr, verrückt, sondern wie Pass auf, erklärst wer? du dir dann aber die Planeten? Ja, genau, welche Planeten? Welche? Sagen wir, welche Planeten? Ja. Sagen wir mal, sag mir ein reelles Bild von den Planeten, das wirklich real ist, nicht computerüberarbeitet. Gib mir mal eins. Definitiv die Nein. Erde. Welches Bild? Welches? Es gibt kein Bild von der Erde. Es gibt kein Bild von der Erde, was ein Foto ist. Ist alles Image, alles CGI. Dann Informiere geh dich. doch, dann geh doch, Informiere dann dich. mache ich dir den Vorschlag, ich würde dir sogar die Reise bezahlen mit einer Rakete, lass dich einfach mal hochschießen. Das sind ja Lass dich mal einfach Live-Aufnahmen. Es gibt ja auch hochschießen. Live-Aufnahmen Welche, im aber Internet. welche Live-Aufnahmen? Welche Live-Aufnahmen? Welche? Machst du die Live-Aufnahmen oder macht die NASA? Macht es irgendeine Regierung? Und Das weiß ich nicht. tut er alles so? Erstens kommt das alles versetzt, weil man viele Fehler drinne findet, weil das computergeneriert ist. Es läuft es versetzt. Ich glaube, 10 Sekunden oder eine Minute ist das versetztes Bild. Du siehst, das ist nicht 15. leicht. Das 15 ist nicht Sekunden leicht. versetzt. Damit die alles verändern können, was sie wollen auf dem Bild. Ganz einfach. Weil die NASA, wisst ihr, das mit der runden Erde und Weltall und so, das kam ja später. Weltall? Welchen Weltall? Erst als ich kleiner war, haben wir gesagt, wir leben in einer Galaxie. Jetzt leben wir in einem Universum, das unendlich groß sein soll. Und haben das, mit was haben sie was unendlich Großes fotografiert? Mit was? Gib mir etwas, was unendlich Großes fotografieren kann. Gibt's nicht. Doch, Gibt's nicht. das sind Wie jetzt. willst du was unendlich? Bitte, du müsstest ein Objektiv haben, das unendlich weit geht, und das hast du nicht. Ja, Das gibt's wir doch gar als nicht. Jetzt, normal. guck mal, du sagst doch, ohne nachzudenken. Du bist so Als intelligent, aber du sagst einfach doch, ohne Normalverdiener, lieber nachzudenken. Sifu, können wir uns sowas nicht mal vorstellen. Deswegen fällt es dir auch schwer, Was das fällt mir schwer? vorzustellen. Was ist für mich vorzustellen? Dass du in die Unendlichkeit, wie willst du in die Unendlichkeit gucken? Wie Nein, denn? das mit dem Objektiv, was du gesagt hast, das fällt dir nun mal schwer, Nein, weil du es für kannst dich. es nicht fotografieren. Das ist alles Computerberechnungen. Du verstehst es nicht. Auch diese ganz, weißt du, wenn die sagen, Infrarotteleskop hat irgendwas weit weg fotografiert. Ein Infrarotteleskop gibt dir kein Bild, gibt dir Zahlen. Und ein Computer generiert aus den Zahlen ein Bild. Das ist das, was ihr nicht wisst. Ihr denkt alle, der macht Mein ein Bild und dann Gottesdegen hast du ein erstmal, Bild. der dazugekommen ist. Wie mit dem Handy. Das passiert nicht. Du machst mit Infrarot machst du ein Bild, du kriegst Zahlen und die Zahlen generieren ein Bild. Es gibt keine originale Bilder aus irgendeinem Planeten, aus dem Weltall. Das ist alles Lug und Trug. Da werden so viele Milliarden in die NASA gesteckt und das Geld verschwindet. Und ihr lässt es auch noch zu. Vielleicht ist es in Ordnung, dass das Geld verschwindet. Guck mal, Seifu, ich will einmal was dazu sagen, ja? Ja, Bruder. Das Wichtige ist, er muss seine Seele in Sicherheit bringen. Ja, was anderes wollen wir eigentlich, Bruder? Was? Wir ringen ja Er mit ihm. muss Das seine merkt er Seele nicht. in Sicherheit bringen, weil wenn er jetzt in den Tod geht, es ist vorbei mit ihm. Würdet ihr unter Tod auch Selbstmord verstehen? Weil ich krieg leichte Depressionen, wenn ich euch immer zuhören muss, was ihr echt Du musst redet nicht zuhören. teilweise. Aber du musst ja nicht zuhören. Du kannst auch weggehen. Du musst ja nicht zuhören. Ja, nee, weil ich Dein liebe es, Mensch dreht nicht. Diskussionen zu führen, sage ich ehrlich, und andere Meinungen, das habe ich Danny auch schon bei mir im Stream erklärt. Ich interessiere mich ja nicht nur für meine Meinung und so, sondern auch für andere. Aber ich muss auch gestehen, ihr bringt es sehr extrem rüber. Und wenn ihr da so Jüngere habt, ihr habt ja nicht nur erwachsene Zuschauer, sondern vielleicht auch junge Gläubige. Jugendliche Kinder, wenn ihr das so extrem den Kindern vermittelt, meint ihr nicht, dass die Kinder irgendwann sagen, hey, das ist mir zu hardcore, das Genau, ist und dann gehe ich klar zum für Satan, mich? weil der ist weniger hardcore.
Nein, das abgesehen jetzt von Satanismus oder Wieso so. soll ich, wieso soll ich, wieso soll ich Kindern, wieso soll ich Kindern irgendein Märchen erzählen? Und Nein, darum. dann werden sie mit der Realität konfrontiert. Und was passiert dann? Darum geht's doch gerade gar nicht, Sifu. Ich will dir Doch, das auch gar nicht schlecht reden. Du darfst das. du sagst, wir bringen das zu hart rüber. Wir sagen, wir bringen das zu hart rüber. Erstens Ich finde. gehe ich davon aus, pass auf, erstens gehe ich davon aus, dass im Live keine 16-Jährige sind. Gehe ich davon aus. Weil die alle älter sind. Weil sonst dürften sie ja gar nicht hier sein. Doch als Solltest du auch Zuschauer, wissen. darfst du. Du darfst nur nicht die Leute hochholen. Ja, das mag sein, aber nichtsdestotrotz ändert es nichts an der Realität. Wie sollte ich sonst verpacken? Wie sollte ich das denn verpacken? Soll ich dir sagen, mach nur so weiter und dann kommt der Taxi, holt dich ab? Nein, Mann, unserer Ansicht nach, pass auf, bevor ich zum Glauben gekommen bin, ja? Meinst du, ich war immer so wie jetzt, mit 45, meinst du, ich war immer so gläubig wie jetzt? Meinst du nicht, dass ich in der Welt war, fleischig war, ekelhafte Sachen gemacht habe, mich Ganz ehrlich, den Leute Glauben hätte ich zusammen. verloren, sage ich ehrlich. Ich bin wahrscheinlich, nenn mich altmodisch oder so, aber jeder, der wirklich so hart an was glaubt, denke ich, dass er von seinen Familien so erzogen ist, dass er auch Nein, daran glaubt. nein, null, nein. Ich bin erst vor ein paar Monaten wieder in Glauben gekommen. Ich war Katholik. Ich bin mit 20, 22 wollte ich nichts mehr mit Kirche, Religionen und all den ganzen Scheiß zu tun haben. Ich will heute immer noch nichts mit Religion zu tun haben. Religionen sind weltliche Institutionen, die sind von Menschen geschaffen. Das ist was ganz anderes. Ich will Aber damit bist du einfach nichts nicht zu tun eigentlich haben. religiös? Nein, ich bin gläubig. Das ist der Unterschied. Ich bin gläubig. Ich glaube an den Herrn, ich glaube an die Bibel, aber die Bibel, die gehört nicht zu irgendeiner. Keiner kann sagen, die Bibel ist meine Bibel. Kann keiner sagen, das ist das Wort Gottes. Aber Religionen sind für mich weltliche Institutionen, sind gemacht, um Menschen zu spalten, um Menschenseelen zu cashen. Ganz einfach. Meine Ansicht, meine persönliche Ansicht. Meine. Ist nicht, was die anderen sagen, das ist meine Ansicht. Weil ich einfach dieser Meinung bin. Und ich bin zum Glauben gekommen, weil der Herr sich mir offenbart hat. Ich muss nicht jeden mein Zeugnis erzählen, aber ich kann dir sagen, er hat sich mir offenbart. Und dadurch weiß ich, dass es die Realität ist. Und ich weiß, dass dass viele Menschen, auch die ich liebe, die ich wirklich liebe, meine Geschwister, die nicht so im Glauben sind, dass die vielleicht nicht gerettet sind. Ganz Ja. einfach. Und die werden auch in der Hölle brennen, die werden auch in die Hölle kommen. Aber sollte man nicht für seine Geschwister da sein und vielleicht versuchen, Ja, als was meinst du, Vorbild was ich tue? voranzugehen? Meinst du nicht, dass ich mit meinen Brüdern die ganze Zeit spreche, auch schon gestritten haben, laut geworden sind? Natürlich, Meinst du das das macht ja nicht? jeder. Ich bin Einzelkind, ich kenne das nicht so, sage ich Nein, ehrlich. natürlich möchte ich meine Brüder, dass sie dabei sind. Aber meinst du nicht, dass ich meine Geschwister bei uns haben möchte? Meinst du es nicht, dass ich die mit mir beim Herrn wissen möchte? Bruder, soll ich dir mal was sagen, Seiko? Ja, Bruder. Ich wünsche mir sogar, dass der Holy Spirit im Himmel kommt und ich ihn da als Bruder begegnen kann. Sogar das wünsche ich mir. Wer Bruder, ist ich wünsche Holy mir jeden Spirit? Menschen ich wünsche mir jeden Jeden! Menschen im Paradies zu Jeden, sogar treffen. meine schlimmsten Jeden Menschen Feinde. dieser Welt, Bruder, wirklich. Jeden. Was Jeden. meinst du, Hexenkönig, was meinst du, warum wir mit dir so reden? Meinst du, es könnte mir doch scheißegal sein, was mit dir ist? Ich könnte doch sagen, boah, scheiß doch, brenn doch in der Nein, Hölle, ist doch mir bloß. Hexenkönig, 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 ich sag dir ganz ehrlich, ne? Wenn ich in der Welt gewesen wäre, ne? Ich sag dir ganz ehrlich, denkst du wirklich, ich würde hier live gehen und den Leuten was von Evangelium erzählen? Ich würde lieber Geld verdienen auf TikTok. Ich würde ganz ehrlich Live-Matches machen. Ich Warum würde machst mich du das mit. nicht? Ja, weil mir was an den Seelen der Menschen hängt. Verstehst du? Weil die Ja, ich Menschen. nein, ich weiß, was du meinst, Danny. Weil du gerade gesagt hast, du würdest gern matchen und so. Du Naja, kannst warte, hör auch doch zum erstmal zu, Beispiel bitte. Sifu. Ich erklär dir, auf was ich hinaus möchte, bitte. Ja, Ich okay, dann würde red weiter, Entschuldigung. ganz ehrlich, ohne Witz, ich würde innerhalb von ein paar Monaten richtig bekannt sein. Ich würde alles machen, einfach, weil ich weiß, ein Weltmensch, den ist es ja egal. Ich würde Live-Matches machen, wenn ich verliere, würde ich mir die Haare wegmachen, Augenbrauen wegmachen, mir wäre alles egal. Ich würde roh ein Ei essen. Hauptsache ich krieg Geld, Hauptsache ich krieg Fame. Hauptsache, ich habe Anerkennung von den Menschen, ich werde geliebt von den Menschen, so, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst, Danny. Aber ich würde eine rohe Zwiebel essen, wäre mir alles egal, wäre mir alles egal, Hauptsache, ich kriege Geld, Hauptsache, mein Konto ist dick und voll, aber das ist nicht der Sinn der Sinn. Mir geht es um Seele, mir geht es darum, dass die Menschen das Wort hören und sich wahrhaftig bekehren, so ganz einfach. Und das ganze Aber Geld, was die mir hier geben, ne, das gebe ich denen wieder zurück in Schatztruhen. das ist
wie heißt das Wort? Nicht spendabel, löblich eigentlich von dir. Und damit muss ich ja sagen, du gehst du eigentlich als einer der wenigen TikTokern als gutes Beispiel voran, weil ich kenne leider nur größere TikToker. Du zählst auch unter größer, weil du einfach die Reichweite trotzdem hast. Du bist einer der wenigen, der seine Münzen, die er verdient, nicht hier in Geld umwandelt oder so und wirklich was für seine Community tut. Ich stehe da auch vollkommen hinter dir. Ich mache das nicht anders. Ich spare mir so einen Betrag zusammen und dann hau ich halt mal 3-4 Portalkisten oder so raus. Einfach nur, weil ich wäre ja nicht da, wo ich wäre, wenn die Community von TikTok das nicht wäre. Mhm. So ist das ja auch bei dir. Und ich finde das auch gut, dass du das machst und den Leuten was zurückgibst. Sei es jetzt dein, nicht katholisch, wie heißt das andere? Evangelischer Glauben oder hier die Münzen, die du hier verdienst und einnimmst. Das ist ja löblich, was du machst. Und ich kann dich da auch nur loben. Aber ich finde halt auch, wie gesagt, die Art, die du das halt teilweise machst, ziemlich heftig und welche Vergleiche du bringst. Ich meine, ich kenne TikTokerinnen, ich weiß nicht, sagt dir die militante Veganerin was? Ja. Ja, die heißt zum Beispiel, die wilde Veganerin. Ja, das ist der Porno-Account von ihr. Die lassen wir jetzt mal weg. Die bringt ja sogar hier Holocaust-Vergleiche, was in meinen Augen echt eine Straftat, Gott sei Dank, ist und gar nicht geht. Du machst ja eigentlich nichts Verbotenes. Du bringst es halt für dich vielleicht normal rüber. Aber als ich das erste Mal deinen Stream gesehen habe und dich verfolgt habe wirklich, wie du da, ich weiß nicht, ob du da einen schlechten Tag hattest, aber du hast wirklich jeden, der nicht deines Glaubens war, beleidigt und als Satanist und so hingestellt. Fand ich jetzt damals, als ich neu bei dir war, auch nicht super, muss ich dir ehrlich sagen. Ich fand es aber auch gleichzeitig interessant und super, dass du dich für deinen Glauben einsetzt und versuchst, die Leute zu retten. Oder heißt das retten oder heißt das eher helfen? Aber ich hoffe, ich hoffe, du weißt, was ich meine, denn ich meine das ja nicht mal böse. Eigentlich finde ich das super, was du machst. Nur manchmal ist deine Art halt sehr... Ja, direkt. Sehr direkt, genau. Und ich war auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich war auch mit dem Account eben bei dir drin, als du hier diese Filmvergleiche gebracht hast. Da habe ich auch geschrieben, Danny, das ist nicht böse gemeint, aber du kannst nicht jeden Film als satanistisch darstellen. Aber warte mal ganz kurz. Guck mal, Hexenkönig, ich will dir mal was sagen. Guck mal. Natürlich, ja. Gerne doch. In den anderen Stream, weißt du noch, wo du da diese Sachen gemacht hast, diese Aktion gemacht hast? Wo du weißt was, ne? Ich weiß nicht, welche du meinst. Ich war ja in vielen Streams von dir. Meinst Nein, wo du dann mit den, wo du bei U-Book drin warst, wo du da so dich lustig gemacht hast über mich. Ja, genau, aber dafür habe ich mich ja auch dann am... Aber warte mal ganz kurz, aber guck mal, wie ich dich hier mit Respekt behandle, obwohl hier zwei Leute jetzt von mir sind und wir behandeln dich wirklich super mit Respekt. Keiner beleidigt dich, keiner erniedrigt dich, keiner lacht dich hier aus, keiner macht sich lustig über deinen Namen, sondern wir versuchen die ganze Zeit dir wirklich zu erklären, wer wirklich der wahrhaftige Gott ist, warum wir das machen. Ja, ich finde das auch interessant und wie gesagt, ich habe mich ja für mein Fehlverhalten bei dir auch entschuldigt. Das war ja das Minimum, was ich tun konnte in dem Fall. Weil ja, wenn man Scheiße baut, sollte man dafür gerade stehen. Auch wenn man vielleicht aneinander rät oder aneinander gerät, hat hier trotzdem jeder Mensch seine Daseinberechtigung. Das ist wie mit Parteien. Guck mal, weißt du, ich sag dir ehrlich und das sage ich dir wirklich, du kannst jederzeit, wie ich schon sagte, immer Gott anrufen, den Herrn, egal wo, egal wann. Du kannst mit ihm sprechen wie ein Vater, ihn fragen, warum ist das so? Warum ist die Welt so? Aber wie merke ich, dass er mir antwortet, wenn er ja nicht wie ein Mensch wie du mit ihm redet? Du wirst es sofort merken. Du wirst es sofort merken. Die können dir das beide bestätigen. Du spürst das. Du wirst sofort das merken, dass der Allmächtige mit dir redet. Sofort. Ja, kann ja sein, finde ich auch super, aber ich habe lieber, sage ich ehrlich, eine Person, mit der ich mich hinsetzen kann und wie mit euch jetzt einfach reden kann, weil da kriege ich Antworten. Das kannst du auch mit ihm und er antwortet dir. Aber wie denn? Ich dachte, er redet, nicht. Guck mal, aber da kann doch die Antwort nicht mit Film sein, kann doch mit Zeichen sein, das kann mit Zeitungsartikel, wo du plötzlich liest und die Antwort dann da ist.
Es kann sein, dass du Fernseher anmachst und es kommt genau Stell den dir Satz, mal den du vor, hören nein, nein, musstest nein, in dem besser, besser, Moment. besser. Es kann. Safe. Stell dir vor, Ja, ist gut. du fragst Gott nach einer Antwort. Auf einmal, du kriegst einen Traum, kriegst die Antwort und auf einmal bestätigt dir noch jemand im echten Leben genau das Gleiche, wo du sagst, oh, könnte Zufall sein. Du fragst nochmal und du kriegst das nochmal. Ich erkläre dir mal, ich erzähle dir mal was ein Bevor du das Kollege machst, passiert ist. Danny, ganz kurz. Nein, bevor ich vergesse. Ein Kollege von mir, ein Kollege von mir war gottlos. Der hat gefragt, Gott, wenn du der Wahrhaftige und echte Gott bist, wenn es dich wirklich gibt, komm bitte in mein Leben. Auf einmal, er geht an einer Wand vorbei mit einer Graffiti, die rot, wo da ganz also draufgeschrieben worden ist, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. So, pass auf. Danach ist er schlafen gegangen und hat von einem Buch geträumt, von der Bibel, und er hat noch nie so einen Traum gehabt. Er hat gesagt, dass die Bibel stand und die Bibel ist dann aufgegangen und da kam Licht raus und dann sind so Dämonen auf ihn zugelaufen. Er ist dann wach geworden und dann hat er ganz viele Kreuze gesehen und er meinte, Dennis, das ist doch nicht normal. Warum träume ich sowas? Warum kommen mir solche Zeichen? Ich meinte, siehst du, das ist doch nicht normal. Und dann auf einmal macht er das nochmal und er sagt, ey, Dennis, das ist nicht mehr normal. Das kann doch nicht mehr Zufall sein. Ich frage nach Gott und ich kriege auf einmal so eine Träume, ich kriege auf einmal so eine Zeichen. Das ist doch nicht mehr normal, das ist doch unfassbar, das ist ja Wahnsinn. Wenn du es von ganzem Herzen ernst meinst, wenn du wirklich von ganzem Herzen, wirklich von ganzem Herzen Gott fragst, dann wirst du auch eine Antwort bekommen. Ganz einfach. Würdest du damit jetzt unterschreiben, dass, weil das, was du gerade gesagt hast mit Traum und dass man zu einem hin kann und der dasselbe sagt, das klingt für mich nach einem Déjà-vu. Würdest du sagen, dass Gott was mit so einem Déjà-vu zu tun hat? Nein, 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 Bruder, nein. Kein Déjà-vu. Das ist, pass auf, du hörst in dem Moment das sagen, nach dem, was du gesucht hast. Es ist nicht ein Déjà-vu. Du hörst das, wenn du hast was geträumt und plötzlich du hast es geträumt und am Tag später kriegst du dann die Antwort auf den Traum, was du hattest, kriegst du in Form eines Zeichen, in irgendein Zeichen, irgendwie. Ach so, also muss es gar nicht eine Person sein, die dasselbe, was im Traum gesagt Nein, wird, bei dann mir war sagt. das, pass auf. Pass auf, ich hatte das, ich habe gespürt, als ich das gemacht habe, habe ich gespürt, was in mich hineingefahren ist, mein Herz gelöst hat, weil ich hatte ein verstocktes Herz, hat sich gelöst, ich habe es richtig gespürt, weil ich wieder trauern konnte. Und ich habe alle Momente, wo er sich